Moin, Seelen zum Hades und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum Car Mechanic Simulator 2021. Da ist er, unser Jaguar XJS, an dem wir gerade rumbauen. Er braucht dringend eine Lackierung auf jeden Fall. Zum einen, weil die zweifarbig ist und zum anderen langweilig. Und außerdem wollen wir hier einen Motor bauen. Und bevor wir aber den Motor bauen, gucken wir nochmal nach dem V12 HE ist es, glaube ich. Was es da alles gibt. Ja, von den Abgaskrümmern brauche ich, glaube ich, jeweils zwei. Ne? Ich meine, wenn es nicht ganz komisch ist, brauche ich davon jeweils zwei. So einen Ansaugkrümmer brauchen wir. Hier jede Seite einen Kraftstoffverteiler wäre total gut. Hier die Luftfilter gibt es direkt. Nockenwellen, oh Gott, wie viele Nockenwellen hatten das Ding? Zwei wahrscheinlich, ne? Ich bin gar nicht sicher. Ich nehme mal erstmal eine, so ein Zündkabelsatz, so ein Zündverteilerkappe. Die Zylinderköpfe bringen natürlich auch ein bisschen was. Dann brauchen wir Kolben. Wahrscheinlich eher so 12 Stück. Könnte ich mir vorstellen, dass das die richtige Anzahl ist. Zündkerzen brauchen wir auch. Zündkerze, Singular, man kauft die einzeln. Wahrscheinlich auch so an die 12 Stück. Dann brauchen wir diesen Zündverteilerläufer. Ja, so einen brauchen wir. Was brauchen wir noch? Ach so, wir brauchen hier Kopf, weg damit. Die Dinge. Und Bremsenmotor. Ach so, dann brauche ich natürlich hier noch Kolbenringe. Ringe. Ganz normalen, da brauche ich 12 Sätze von. Sondern brauche ich vielleicht noch so, weiß ich nicht. Du hast keine passenden Ersatzteile. Baue einen neuen Motor. So, den hätte ich jetzt gerne. Ach so, nee, brauche ich ja gar nicht. Ne? Ich mache ja einfach so, klick, klick. Genau, so mache ich einfach und dann füge ich hier einfach Dinge hinzu. Ach hier, den brauche ich natürlich auch. Das wäre schon gut, wenn ich davon einen hätte. So, also alles, was mit V12 HE ist, haben wir auf jeden Fall als Tuning-Teil gekauft. Ich muss dann nur gucken, alles, was nicht die Bezeichnung hat, ob es es halt als generisches Tuning-Teil gibt, wie zum Beispiel den Kraftstofffilter. Ne? Das wäre halt, ich brauche eine Kurbelwelle. Okay, dann schreiben wir doch gleich mal mit drauf. Einen Ölfilter brauche ich auch. Ja, und vorher kann ich halt nicht weiterbauen. Das ergibt schon Sinn. So. Kurbelwelle muss ich kaufen. Die konnte ich nicht reparieren. Und die gab es auch nicht, nee, die gab es definitiv nicht als Tuning. Warte mal, Ölfilter ist kein Tuning-Teil. Ja, okay. Damit hätte man rechnen können. Und da ist auch der V8-Ölfilter drin hier. Das ist natürlich auch interessant. Haben sie nicht extra einen V12-Ölfilter gebaut? So, Kurbelwelle einmal rein, eine neue und dann haben wir hier unsere Tuningkolben, leider keine Tuningkolbenringe, aber wo wäre da der Sinn? So, und dann gibt es nämlich echt. Eine Menge Tuning. So, Schwungrad.
Kupplungsscheibe, Kupplungsdruckplatte und das Ausrücklager muss ich noch eins kaufen. Ja, das ist nämlich nicht reparierbar. So, ein Ölfilter haben wir eingeschraubt, wunderbar. So, dann hier die Zylinderköpfe drauf für 8% mehr Leistung. Also merken, alles was ein V12 drin hat, ist für Tuning sehr geeignet, denke ich. Und da hat das Ding hier halt auch noch zwei Abgaskrümmer pro Seite, was natürlich mega ist. So, hier diese zum Beispiel, ne? Und das läppert sich dann halt, ne? Das sind jetzt hier insgesamt 8% pro Seite, also 16% Tuning, allein für die Abgaskrümmer. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Jaguar hier aus den 90ern, ne, Baujahr 91, glaube ich, davon brauche ich einen, dann brauche ich hier auf der Seite ist es derselbe, ne, das ist die A-Variante, brauche ich auch was. Dann können wir den Motor einmal rumdrehen gerade. Mal gucken, was wir hier noch an Befestigungsmaterial brauchen. Ich glaube, eine Klammer oder sowas hatte ich zerstört beim Reparieren. Das war aber jetzt keine Klammer, die zum Motor gehört. Daher ist cool, eine neue Ölwanne muss ich, denke ich, auch beschaffen. Ölwanne leider auch nicht reparierbar. Das sind einfach eine Menge Schrauben, die man hier immer festzieht. Ah, und da fehlt mir eins. Ein Pleuel-Lagerdeckel fehlt mir. Na toll. So, dann weiß ich wenigstens Ausrücklager. Noch ein wenig Deckel. Fische jede Seite ein. Die sind auch echt billig. Und ein Pleuel-Lagerdeckel. Oh, der ist genauso teuer fast wie so ein noch ein wenig Deckel. Da ist doch auch irgendwas schief gelaufen. So, Ölwanne war nicht dabei. Die sieht aber ganz schön mächtig breit, gewaltig und fancy aus. So, dann drehe ich das Ding erstmal wieder zurück. Dann kann ich da ein bisschen leichter dran arbeiten. So, und dann schmeißen wir hier mal einen Deckel drauf. Ja, dann habe ich natürlich eine Nockenwelle zu wenig gekauft. Klare Sache das. Davon brauche ich eine Menge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brauche ich. Okay, 14 also. Merke ich mir einfach. So, habe ich hier die Rädchen. Davon brauche ich 2. So, da haben wir hier auf jeden Fall die Zündkerzen. Die kann man schon einbauen. Dann können wir vielleicht sogar schon den Zündkabelsatz hier drauf schmeißen.
können wir. Sieht natürlich ein bisschen wild aus. Zum Glück muss ich nicht auch noch Schrauben nachkaufen. Dann gehen wir davon aus, in jeder guten Werkstatt sind genug Schrauben jeglicher Größe und Typs vorhanden. So, einmal shoppen. Pleuellagerdeckel dürfen wir haben. Eine Ölwanne brauche ich. Und 14 davon. Zwei Nockenwellenräder. So, und dann brauche ich hier noch so ein eine Nockenwelle. Ja, in dem Motor hier ist wirklich eine Menge zu schrauben. So, dann können wir gleich die Unterseite fertig machen. Auf jeden Fall das Ausrücklager kann ich bei der Gelegenheit, die ich es wieder vergesse, auch mal einbauen. So, Ausrücklager, Schnabbelibob, da ist es. So, hier noch ein Wellenrad dran. Und es fehlt mir jetzt hier. Warum kann ich hier? Ach so, wahrscheinlich muss erst der Ansaugkrümmer drauf. Ich weiß es nicht. Warum ich hier jetzt keinen Deckel draufschmeißen kann irgendwie. Klickt. Ach hier, eine Steuerkette brauchen wir. Da ja, brauchen wir eine neue auf jeden Fall. So, dann drehen wir das Ding nochmal. Setzen hier die Ölwanne auf. So, fertig. Ja, und dann hängt es jetzt scheinbar an der Steuerkette. Na gut, dann kaufen wir eine. So, und jetzt gibt es hier Gehäuse. Oh, ja, mehr Schrauben bitte, aber die sind wenigstens so lang, dass die halt richtig auffallen. Da läuft man nicht Gefahr, die irgendwie zu übersehen. Eine neue Wasserpumpe brauche ich. Hobelwellenriemenscheibe auch. Die Lichtmaschine, die gibt es als Tuningteil, würde ich behaupten. Bei der Servopumpe bin ich mir gar nicht so sicher, ob es die als Tuningteil gibt. Hier schön Deckelchen draufschrauben. Ich habe nur einen Ansaugkrümmer. Nee, gar nicht. Für jede Seite habe ich einen gekauft, oder? Hoffe ich. Er macht nur 3%. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend. Oha. Das hat sich nach einer Menge Schrauben angehört. Und jetzt habe ich irgendwo da eine. Übersehen. So, Drosselklappen habe ich, weil es auch eine V6 Drosselklappe ist. Die gibt es auch als Tuningteil, da bin ich mir ziemlich sicher.
So, Kraftstoffverteiler können wir draufschmeißen. Gibt auch nochmal 4% Leistung. So, hiervon brauche ich noch einer. Wow. Der Motor. Er ist echt ganz schön krass, muss ich sagen. So, wir gehen mal einkaufen. Eine Wasserpumpe? Ja, nee. Kurbelwellenriemenscheibe? Nee. Lichtmaschine? Ja. 1,5% Leistung ist gekauft. Servopumpe? 1,25% Leistung. Nice. Dann hier die Drosselklappen. Die machen insgesamt 2,5% Leistung. So, Luftfiltergehäuse. Warte mal, gibt es die links, rechts? Nee. Davon brauchen wir zwei, würde ich behaupten. So, da haben wir hier die Wasserpumpe. Auch so ein Riesenapparat, irgendwie ganz komisch geformt. Dieses Gehäuse. So, Lichtmaschine. Natürlich Tuningteil. Allein schon der Optik wegen. Die Servopumpe hat gar nichts Rotes dran. Das ist natürlich jetzt ein bisschen enttäuschend. So. Die Teile brauchen wir neu. Jetzt schrauben wir fix die Drosselklappe an. Alter, was ein Apparat. So, wir brauchen Luftfiltergehäuse, zwei Stück. Dazu gibt es wahrscheinlich auch Deckel, ne? Hier, genau. Die konnte ich dann wahrscheinlich auch nicht reparieren. Ach so, ja. Das war natürlich jetzt mal akkurat der falsche Knopf, so. Ich brauche ich neu und hier den Keilriemen. Dazu gibt es auch noch einen Keilriemen A. Den kann ich auch gleich kaufen. So, Tuning-Luftfilter rein, gibt ganzes Prozent Leistung. Hier den Deckel, und dafür brauche ich Klammern und ich glaube, da waren sowieso nicht alle dran und eine habe ich noch kaputt gemacht. Ja, für die andere Seite sieht es knapp aus mit Klammern, sage ich mal. So, können wir doch gleich hier vorne bleiben. So, Wasserpumpenriemenscheibe, Keilriemen B, Keilriemen A. Und dann hier den Lüfter, den wir reparieren konnten. Geil, dann sind wir ja gleich fertig, ne? Hier die Klammern muss ich noch kaufen. So, vier brauche ich davon, ne? Ja, ich habe keine mehr, die intakt sind. Ach, das sind auch kurze Klammern. Ich dachte, das wären jetzt lange Klammern tatsächlich. Dann ist das doch ein richtig krasser Motor hier. So, will ich noch ein bisschen tiefer gehen, ein bisschen höher vielleicht.
Das ist halt echt ein Apparat jetzt. Ich weiß nicht, wie viel Prozent Tuning da am Motor stecken. Ich denke, ich habe alle Teile dran, oder? Ich schaue nochmal, ob ich irgendwo noch eine Winzigkeit übersehen habe. Aber Klammern müssten alle dran sein, müsste alles passen. So, dann heißt es jetzt, diesen Motor hier vom Ständer nehmen, zurück in den Jaguar verfrachten und scheint alles gut zu sein, den nehmen wir. So, du kannst dann wieder weg dementsprechend. Gemütlich hat das. So, dann machen wir hier mal zu und kümmern uns um die Auspuffanlage. So ein Tuning-Getriebe wollen wir vielleicht auch haben, könnte ich mir vorstellen. Aber das Getriebe ist gerade gar nicht so unser Ding. Sind die hier unterschiedlich aufgebaut, die Teile? Oh, das ist jetzt eine interessante Frage. Dann brauchen wir hier diese Mittelschalldämpfer auf jeden Fall. Und die Endtöpfe, sind die verschiedene? Ein Tank können wir auch gleich einbauen. So, schauen wir mal gerade, was ich hier auf meiner Liste zu stehen habe. Ein Flammrohr XJS zweimal. Nehmen wir mit. Ein Katalysator. Mittelschalldämpfer. Endschalldämpfer. Ein Kraftstofftank, aber Pumpe. Hier so eine Kraftstoffpumpe nehmen wir für 1,5% mehr Leistung noch mit. So, und dann fangen wir mal an zu bauen. Das sieht ja hier so ein bisschen unübersichtlich aus, auf jeden Fall. So, wir haben hier Endschalldämpfer für insgesamt 5% mehr Leistung. Wunderbar. Ich würde hier, Mann, okay, jetzt wird es ein bisschen wurstig hier. Der Mittelschalldämpfer für 3,3% mehr Leistung. Also sind wir jetzt bei 8,3, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Das sind nochmal 3,5. Dann hier die Flammrohre. Machen nochmal 5% mehr Leistung. 5, 17, 17% mehr Leistung insgesamt durch den Auspuff. Also mit der Pumpe hier irgendwie, was weiß ich, sagen wir knappe 20%. Das passt schon. So, ein Getriebe. Okay, das müssen wir sowieso neu kaufen. Und wenn wir das sowieso neu kaufen müssen, dann kaufen wir das Ganze natürlich als Tuning-Teil und zwar nicht hier, sondern dort. Bin zu faul in der Liste jetzt zu suchen. Es gibt immerhin 1% mehr Leistung. Ich kann gleich noch mal gucken. Das kostet 3,2, wenn ich das jetzt hier normal kaufen würde. Getriebe V12. Ja, GE-Triebe, genau. Dann kostet es 2,1, also ungefähr 1000. Zahlt man dann mehr. Ach, du bist ein Elektroteil. Nee. So, dann brauchen wir hier auch eine ABS-Steuereinheit. Die war nämlich wieder nicht dabei beim Wagen. So, kann ich das direkt von hier unten einbauen? Nee, kann ich nicht. Haben wir noch Zeit? Wir haben noch 5 Minuten. Dann machen wir den Motorraum noch fertig heute.
Fangen wir hier nämlich einfach mit dem ABS-Gerät an. So ein Sicherungskasten, den müssen wir auch neu bestücken auf jeden Fall. Da sind nur vier Sicherungen und fünf Relais drin. Das geht eigentlich echt. Ja, neu kaufen natürlich. Was sonst? So hier vorne. Oh, wie sieht es mit dir aus? Dich müssen wir auch neu kaufen. Gibt es dich als Tuning-Teil? Ist die interessante Frage, die sich mir jetzt gerade stellt. So ein Anlasser haben wir. Relais. Was? Eins nur? Stimmt das? Von, nee, warte mal, von irgendwas brauchen wir doch zwei. Von irgendeinem Relais-Typ. Ich glaube, ich habe da irgendwo ein Relais zu wenig gekauft. Ah, hier. Von Typ A brauchen wir drei. So, Bremskraftverstärker kriegen wir hier nicht. Kriegen wir hier noch irgendwas? Nee. So, gibt es den Kühler? Nee, kein Tuning-Teil. Schade. So, eingebaut. 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 Ach, einen Deckel hätte ich natürlich gleich für den Sicherungskasten holen können. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt gewesen. Das ist ein Typ B-Kasten, glaube ich. Und dann brauchen wir auch Klemmen dafür. Von denen ich natürlich auch schon wieder gar keine Ahnung habe. Ach, süß. Ah ne, der ist klemmlos. Aha. Sehr gut. Ah, gibt es im Elektroshop. Ja, ein Typ B-Kasten ist es. So, und wo wir gerade hier sind, können wir dann direkt Flüssigkeiten auffüllen, würde ich behaupten. Ne? Wir haben ja soweit alles zusammengebaut, der Rest ist halt Fahrwerk. Ich meine, ja, wir haben noch keine Bremsen dran. Deswegen ist es eigentlich nicht sinnvoll, jetzt Bremsflüssigkeit aufzufüllen, aber es ist im Spiel komplett egal. So, Kühler befüllt. Ein bisschen Servoflüssigkeit. Hier schön randvoll machen alles, ganz wichtig. So, das dürfte alles gewesen sein. Dann müssen wir uns diesen Motorraum hier nie wieder angucken, außer natürlich, wir haben richtig Bock drauf, diesen Motor nochmal zu bestaunen. Jetzt schon gut aussieht. Auch mit dem wunderbaren Auspuff. Der hier ist endlich mal voll verchromt tatsächlich. Es gab ja am Anfang den Katalysator zum Beispiel gar nicht als Tuning-Teil. Gibt es jetzt auch als Tuning-Teil. Kann man also noch ein bisschen mehr rausholen. Finde ich super. Dann hat man nämlich eine voll verchromte Auspuffanlage hier. Und hat da nicht zwischendrin so ein alles ekliges, normales Stück zu hängen. Das hier hätte ich natürlich auch irgendwie gerne in Chromoptik gehabt, alles einheitlich, nicht so unterschiedlich, aber hey, passt schon. So ein paar rote kann man natürlich umstreichen, alles, ne, wenn man Bock hat. Geht man mit den Teilen einfach zum Lackieren. So ein paar rote Kühlergehäuse hier wären auch gar nicht schlecht gewesen, muss ich sagen. Aber ja, man muss jetzt auch nicht übertreiben, finde ich. Sieht schon gut aus so, das Ding.
Dann können wir so lassen, Motorraum fertig, beim nächsten Mal dann Fahrwerk auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, wie viel Leistung das Ding im Endeffekt hat. Und ach ja, Getriebetuning, ne? Also mein Stand derzeit ist, ich werde da noch mal ein bisschen gucken, dass sich das halt nicht richtig lohnt, außer man will jetzt halt auf dem Testtrack irgendwie super viel Geschwindigkeit rausholen, ne? Dann macht man die Gänge halt ein bisschen kürzer, ein paar mehr Gänge rein, aber es bringt jetzt nicht mehr Leistung oder Verkaufswert oder irgendwas. Also Getriebe, ja, keine Ahnung. Da ich auch immer noch nicht genau weiß, wie das funktioniert, ne? Das halt so ein bisschen rumfummeln, ausprobieren und so, lohnt sich das halt, finde ich, hier im Car Simulator nicht. Na, weil ich halt nicht vorhabe, das Auto zu fahren. Das ist einfach der Punkt. Gut, dann würde ich sagen, Jungs und Mädels, für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dem Jaguar einen Anstrich und ein vernünftiges Fahrwerk verpassen. Oder zumindest ein funktionierendes. Macht's gut und bis dann. Ciao.